Yo Leute, was geht und damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video mit mir, dem Simon, eurem Gamer Brother. Ja Freunde, und heute kommen wir mal zu einer Challenge in FIFA 18, die, würde ich sagen, nicht ganz so leicht zu bewältigen ist. Ihr kennt mich ja alle, ich bin der Nummer 1 Trader auf der PlayStation 4. Ich habe mir insgesamt schon so über 40 Millionen Coins ertradet und eben noch keinen einzigen Cent in das Spiel gesteckt und mir dann eben dieses kranke Team hier ertradet. Muss ich sagen, bin ich auch wirklich stolz auf mich. Dass ich halt so ein krasser Trader bin. Hä? Problem ist jetzt an der ganzen Sache, was ist, wenn aus dem Team das Team wird? Ja, Freunde, minimaler Qualitätsunterschied. Wir kommen hier heute zur Full Bronze Foot Champions Challenge. Das ganze Team werden wir jetzt heute in der Foot Champions Quali spielen und ich bin mal gespannt, ob ich mich tatsächlich damit für Foot Champions qualifizieren kann. Ich meine, ihr wisst Bescheid, es ist absolut kein Geheimnis, dass einem so ein krasses Team, vor allem in der Weekend League, natürlich in den engen Matches total unter die Arme greifen kann. Aber ob man so komplett aufgeschmissen ist mit einem Bronze-Team, ich weiß es nicht. Ich habe mir hier ein relatives OP-Team, würde ich mal sagen, zusammengebaut. Und will jetzt einfach mal gucken, was damit geht. In Verteidigung 79 und 83 Pace. Kann man mal machen. Also ich bin echt mal gespannt, was daraus wird. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr hier den Daumen auf das Video smasht. Ich werde es jetzt versuchen mit dem Bronze-Team. Ist eine harte Challenge. Die habe ich auch, glaube ich, so schon mal in FIFA 17 gemacht und sogar, glaube ich, einen Teil von der Weekend League damit gespielt. Und ja, dann würde ich sagen, schnacken wir gar nicht lange rum. Mit dem Team gilt es jetzt, 4 Spiele gegen irgendwelche Schwitzer, die versuchen, sich für die Weekend League zu qualifizieren, zu gewinnen. Ich bin gespannt. Wir gehen rein. Und auf der Bank ist natürlich Akinfenwa, ne? Man kennt ihn. Okay, let's go. Erster Gegner. Sieht schon mal nicht schlecht aus. Ist ein overpoweredes Premier League Team. Der hat auch die monatlichen Bronze Foot Champions Trikots. Also Bronze 2 Foot Champions Trikots. Bin ich mal gespannt, was das für einer ist. Mit Full Bronze Team, ey. Das könnte lustig werden. So, Freunde, let's go mit dem Bronze Team. Ich stelle Ingame auf 4-2-3-1 um. Das ist ja momentan auch so meine Formation für Champions. Absolut kein Plan, ob das jetzt hier ein riesiger Reinfall wird oder ob ich tatsächlich eine Chance habe. Oh, let's go. Duarte, kann der schießen? Ja, nee. So, come on. Ja, irgendwie Lucky den Ball bekommen. Natürlich wieder kein Dragback. Ist das der mit Forster-Skills? Ist er nicht. Ah. Alter, was ein Kampf. Boah, das war ein geiler Spielzug gewesen. Boah, perfekt, Lowe, und wir machen das 1:0. Let's go. 15. Minute, wir führen, Mann. Was geht ab? Fällt gerade auf, dass dieses Was geht ab so überhaupt nicht gepasst hat. Aber hey, ich wollte irgendwas Lustiges sagen, Mann. Das war mein erstes Tor mit dem Team. Und Konter. Ja. Lowe wieder durch. Come on, Lowe. Let's go, Lowe mit Forster-Skills und er haut den an den Pfosten. Let's go. Ey, ich muss so lange 2:0 führen. Come on, Duarte. Let's go, Lowe. Let's go. Was ein Gammelschuss. Ah, okay, das ist schon ein Unterschied, wenn dann dicker Ronaldo mit 5-Star-Weak-Foot ist. Fuck, und jetzt werde ich ausgekontert. Come on, der ist schnell. Sicherster Keeper, EO West. Oh, Keeper. Nein. Nein. What the fuck? Okay, wir haben einen Freistoß. Kennt ihr diesen Hans-Entertainment-Moment? Wenn man feststellt, dass dein bester Freistoßschütze 54 hat. Amna! Oh, oh, Löwe! Alles klar! Ich habe alles gesehen. Dieser Löwe ist zu krass. Bronzespieler, Scoop-Turn. Wer ist dieser fette Ronaldo? Ja, moin! Okay. Ich glaube, damit haben wir das erste Spiel gewonnen. Let's go. Bye have a great time. Bye have a great time. Und dann so ein Scheißpass, ey. Gut, Game 1 ist damit gewonnen.
haben wir die erste Runde geschafft. 3 Spiele noch. Also nehmen wir mal an, ich komme vielleicht sogar wirklich ins Finale. So, zweiter Gegner. Ja, moin. 3 Icons. Na klar. Also ich muss sagen, jetzt so eine Icon irgendwo im Mittelfeld würde ich auf jeden Fall auch begrüßen. Aber gut. Oh lol, der kommt an. Come on, Duarte. Wer ist dieser Puyol? Wer ist dieser Puyol? Duarte! Ich muss mir unbedingt angucken, wer welchen starken Fuß hat, Alter. Fuck! Come on, Love. Der hat so einen schlechten Weakfoot, Alter. Come on. Nein! Ja, come on. Nein! Ich hasse Keeper mit Fuß straight. Oh, lol. Funktioniert. Dieser Love ist so krank und ich glaube, den Typ haben wir gerade eingewechselt. Let's go, wir führen wieder 1-0, ey. Das ist so ein Geschwitze, dieses Spiel. Gegen diese Ikonenabwehr. Junge, Junge, Alter. Come on, George. Du bist schnell. Leg ihn nochmal. Oh. Warte, Schuss. Oh, lol. Ja, ey, der ist zu krass. Nein, und Ter Stegen. Dieser Love ist so gestört, ne? Alter, wäre Ter Stegen jetzt nicht auch so krass? Junge, Junge, Mann. Das ist Abseits. Bitte lass es kein Abseits gewesen sein. Nein. Let's go. Und damit haben wir Partie 2 auch gewonnen. 1-0. Wir haben einfach immer noch kein Gegentor bekommen. Ich muss aber auch sagen, ich bin so komplett am Upsweaten, ne? Ich spiele 4-2-3-1 und man darf wirklich einfach absolut keinen Fehler machen, weil man muss irgendwie jeden Pass halt wirklich so sicher spielen, wie es auch sonst nur geht, weil die Schwierigen kommen halt wirklich zu 99% nicht an. Bis jetzt funktioniert das. Wieder ein Sieg, 1-0, Defensive steht und dann geht's jetzt ab ins Halbfinale. Let's go. Okay, der nächste Gegner spielt auch mit einem starken Team. Full Serie A bzw. Calcio A. Okay, mal gucken, ob wir gegen den auch gewinnen können. Ich bin jetzt eigentlich schon zufrieden. Halbfinale ist schon okay, aber mal schauen. Boah, und da ist unser erstes Gegentor. Nach 8 Minuten, Dybala, ich glaube, es war sogar sein Weakfoot, Alter. Fuck. Oh, let's go, wer war das? Ah. Come on, Love. LOL. LOL. What the fuck? Was für ein Scheißtor. Egal. Nehmen wir mit. Let's go. 1-1. Ja, E-Sport ready auf jeden Fall. E-Sport ready, meine Freunde. Nein. Oh. Das war lucky. Lauf. Den Freistoß noch, ey. Fuck! Come on. Let's go! Das 2-1! Ich habe keine Ahnung, wer das war. Ich glaube, das war der Rechtsaußen mit den Forster-Skills. Junge, 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 was eine Sweat-Partie. Hier sind fast gar keine Torchancen. Aber läuft. Wir führen 2-1 gegen den krassen Gegner hier, Alter. Come on, George. Come on, George! Ah. Come on, George, was ein Pass. Und jetzt macht das Ding klar. Er macht es klar, 3-1. Wir stehen im Finale. Let's go, Mann. Was eine Partie. Wir haben sie noch gedreht und wieder was Love. 3-1. So, Spiel ist aus. Und damit stehen wir tatsächlich im Finale. Also ich wäre vor der Aufnahme echt mit Halbfinale zufrieden gewesen. Aber jetzt, wenn man im Finale steht, möchte man das natürlich auch gewinnen. Na, ihr seht es hier, ich habe gerade mal 4 Torschüsse gehabt, dadurch 3 Tore gemacht. Man muss wirklich jeden Angriff perfekt rausspielen.
Weil Longshots und so kannst du mit dem Team eigentlich zu 99% vergessen. Aber gut, solange das funktioniert, machen wir weiter so. So, der letzte finale Gegner. Ah, der hat auch noch Push-Karten. Ja, ist ein richtiger Ehrenmann. Und Rui Costa, alles klar. Und damit gehen wir rein. Einmal noch voll konzentrieren. Das war stark von Löwe. Come on, Paul, Löwe! Ja! Und dann so ein Lacktor, Alter. Der Angriff war eigentlich schon verkackt. Aber Löwe ist da, der gefällt mir so gut. Let's go. Wir führen 1-0. Nice. Oh nein, ja. Mbappé, ich glaube, der hat auch eine Pushkarte. Wenn der aus der Position schießen kann, ist natürlich RIP. Fuck. Komm. Oh, was ein schlechter Schuss. Nein! Er grätscht einfach random rein und es funktioniert. Nein, ey, er hat zwei Torschüsse, zwei Tore, Mann. Fuck, jetzt wird's schwierig, gegen den noch aufzuholen. Scheiße, Alter. Lol. Come on, Löwe, du kannst das. Ja, bitte. Ja, yeah, let's go, Mann. Er macht ihn rein. El Vakali, das ist lecker. 2-2. Geht doch, Alter. Nein. Wow, was? Anthony, Alter. Junge, Fettfinger des Todes. Mach doch den Trickback. Oder so. Bitte. Ja, let's go, Envakali. Das ist lecker. Und das Tor fällt nur, weil der eine Scheißspieler den Trickback nicht macht. 3-2. Wir führen. Let's fucking go, Mann. Ja, zweiter Pfosten. Ja, nimm ihn Volley. Bitte. Let's go, 4-2, das Ding ist durch. George macht ihn. Absolutes Krüppeltor, aber scheißegal. Und damit sollten wir die Challenge gepackt haben, Mann. Oh, der Gegner ist geragequittet. Der Gegner ist geragequittet. Ich habe irgendwie ganz schnell X gedrückt, weil ich das skippen wollte. Let's go. 2000 Münzen und ein Team Liquid Trikot. Okay, habe ich noch gar nicht gesehen. Und damit sind wir erfolgreich für die Weekend League qualifiziert. Let's go, Alter. 4-2 gewonnen gegen den Brasco. War echt ein schwieriges Ding. 4 Tore mit 3 Torschüssen. Da ist es wieder. Ich hab's euch gesagt. Also mit dem Team oder generell mit dem Bronze-Team, man muss irgendwie wirklich nur 100%ige Chancen fast rausspielen, weil Longshots und so können die halt einfach gar nicht. Trikot sieht auf jeden Fall echt geil aus. Also, keine Ahnung, speichere ich mal. Vielleicht werde ich es irgendwann aktivieren. Blau und dann irgendwie, ich weiß nicht, soll das ein Pferdekopf sein? Keine Ahnung. Sieht aber echt ganz cool aus. Und Freunde, damit ist die Challenge First Try geschafft und dieser Löwe komplett gestört. 4 Spiele, 5 Tore, 3 Vorlagen. Der hat richtig Attacke gemacht. Der hier rechts hat mir auch ganz gut gefallen. Der hat auch Forster-Skills. Das war der Linksaußen, mit dem konnte ich irgendwie nicht so viel anfangen. Wer war denn der Zehner? Ich glaube, das war dieser Duarte. Der war auch stark. 3 Vorlagen. Und dann habe ich immer Cole und George eingewechselt. Also alles in allem lief es mit dem Team echt sehr, sehr gut. Es ist natürlich viel, 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 viel schwieriger, als wenn man ein gutes oder halt so ein krankes Ikonenteam nimmt. Halt, das muss man ganz klar sagen. Aber es ist auf jeden Fall nicht unmöglich. Man muss halt einfach spielen und super konzentriert. Fehlpässe werden so krass bestraft. Es ist so schwierig, vernünftige Angriffe aufziehen zu können, weil eben die Spieler teilweise Passwerte von 50 oder 60 hatten. In meiner Offensive, die haben 52, 53 und 56 Passen gehabt. Das ist schon nicht ganz so leicht. Wir haben das Ganze auf jeden Fall gepackt. Ihr könnt es ja auch gerne mal selber ausprobieren.
Ich finde, das hat auf jeden Fall Bock gemacht, weil man eben mal FIFA ganz anders spielt. Eben auf komplett sicher und basic, sage ich mal. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr den Daumen dafür smasht. Wenn ihr mehr auf solche Challenges Bock habt, schreibt natürlich auch gerne in die Kommentare, was wir als nächstes probieren sollen. Ich bin hiermit raus. Wir sehen uns die Tage wieder. Haut da rein. Bis zum nächsten Mal. Und ciao.